das silbrig oder weiß glühende Flimmern kommt wahrscheinlich daher, dass nur die höheren Frequenzen, die blauen, es schaffen, durch den Sahara-Staub hindurchzuschlüpfen und die langwelligeren Frequenzen wie Rot sich dann als orangene oder rötliche Färbung am Himmel abzeichnen, weil die langwelligeren Frequenzen dort bereits mit dem Staub interferieren und eine Art diffuse, milchige Milchglasscheibenhimmel erzeugen. Dort hinten über Eria ist das am perfektesten zu sehen. Das ist milchig, wie wenn man ein wenig Ocker Kakao oder irgendetwas Gelbes hineingestreute in diese diffuse Milchsuppe ohne jegliche sonstige Konturen.